gewaltig vorbringen. Ja, das da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Soll ich die gleiche Haarfarbe wie Sie dann? Geil. Was geht ab? Was ist hier los? Ja, heute ist endlich die Hochzeitsparty. Und wir haben uns natürlich ein ganz besonderes Kostüm ausgedacht. Mhm. Dafür müssen natürlich Vorkehrungen getroffen werden, bevor wir mit meiner Mutter Eisbaden und trainieren gehen. Ich sehe schon, das wird ganz spannend hier. Ich habe echt mit allem gerechnet, aber nicht damit, Lea. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass das nicht hier in die Mundwinkel ist, ja, Stefan. Das ist ja cool. Weißt du, an wen du mich erinnerst, Stefan? An wen? Kennst du Modern Family, Phil Dunphy? Ja. Du siehst original aus wie Phil Dunphy. Ja, Lea, freust du dich auf den Tag? Ja, ich bin schon aufgeregt und erleichtert, dass das jetzt einfach klappt. Mhm. Gell? Denkst du, es wird irgendwas dazwischen kommen, irgendwas schief gehen, oder? Sina, sei doch nicht mal so pessimistisch. Ich frag ihn. Sei melancholisch. Ich muss mal Klavier spielen. Hör auf zu lachen, Schatz. Könntest du dich jetzt daran gewöhnen, die Haare gefärbt zu bekommen, Stefan? Nee, ich bin eigentlich eher natürlich veranlagt. So. Ich war noch nie der Typ, der sich die Haare gefärbt hat. Mhm. So. Die hatten immer einen Mittelscheitel. Was? Mittelscheitel? Ja, hast du es nicht gesehen? Die hatten dann so eine Schmalzlocke. Oh Gott. Ey. Und der Kiki nicht schon. Hi. Hi. Guten Morgen. Hey. Hi, Alexa. Neue. Ja, neue. Neue Stefan. Die Länder müssen dann später noch ein bisschen. Wie machst du es weg? Ich hoffe, dafür hast du auch einen Plan. Auswaschen. Ja, muss halt mal richtig auswaschen mit Shampoo dann. Skalpieren. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Stefans natürlichen Habitat. Freust du dich aufs Eisbad? Es geht. Okay, kurz und knackig, ne? Stefan, freust du dich? Ja, ist geil jetzt. Super, heute haben wir 3 Grad. Und wir haben jede Menge Schmelzwasser, also der Wasserstand ist hoch. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Plus, ich habe die hässlichste Frisur aller Zeiten. Passt. Auch Top-Voraussetzungen. Absolut. Gehst du öfters Eisbaden oder ist es jetzt so eine Rarität, das was wir heute machen? Das ist absolut eine Rarität, ja, weil ich... Du gehst doch immer Eis duschen. Ja, duschen, nach normalen Duschen dusche ich immer sehr kalt, das heißt ganz kalt, das was aus der Leitung kommt, aber Eisbaden, das habe ich noch nicht gemacht. Ah, oh, okay. Das ist das erste Mal, aber ich bin gespannt. Stefan, was denkst du, wie sie sich schlagen wird? Sehr gut, natürlich. Sie ist immer zu bescheiden, einfach. Sie ist sehr naturbelassen, sie liebt die Natur, sie weiß Kryotherapie, was es für Vorteile hat. Also sie hat diesen wissenschaftlichen Aspekt auch schon lange studiert, glaube ich. Und plus, da wo wir herkommen, ist Pfarrer Kneipp zu Hause. Richtig. Das heißt, die komplette Wassertret- und Kryotherapie-Thematik ist auf jeden Fall jedem ein Begriff dort, der aus dem Allgäu kommt. Ihr freut euch genauso wie ich wahrscheinlich. Weißt du, wie voll das ist? Wir haben eine Gegenstromanlage. Heute können wir endlich die 100 Meter schwimmen im Eisbad. Wie motiviert bist du? Begrenzt. Also es hätte ich... Begrenzt den Sport, oder? Normalerweise ist es nicht so. Nee. Normalerweise sieht es ganz anders aus. Das komplette Holzgehege ist normalerweise frei. Ja. Und du hast niemals diese Wassertiefe, die du jetzt hast. Ja. Meine Mutter ist richtig begeistert. Los. Dein Sohnemann freut sich, wie du sehen kannst. Es geht los. Oh, das ist schön warm. Es ist schön warm. Und was ist so dein erster Eindruck? Kalt! So geil hier. Das ist aber krass, wie hoch das Wasser steht. Ja,
Überlegt euch sonst, wenn ich richtig drin sitze, geht es bis hierhin vielleicht. Wenn ich jetzt sitzen wäre, ich wäre locker beim Kopf unter Wasser. Geil. Gut, oder? Ja. Ja, hier, du schlägst dich echt gut. Geil. Kalt. Einfach nur atmen. Kalt. Atmen. So. So, du hast es geschafft. Morgen wieder? Nein. Kommst du morgen wieder? Geil. So gut, Mann, wieder. Leute, geht Eisbaden. Ihr müsst Eisbaden gehen. Das ist der Gamechanger. Für euer Wohlbefinden, für eure Gesundheit. 100%. Sehr geil. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir trainieren. Jetzt sind wir richtig durchblutet. Hormonhaushalt ist in vollem Gang und jetzt können wir trainieren gehen. Heute ist Steinzeit-Workout auf dem Programm. Wir haben gestern den kompletten Content von Jim Key abgedreht. In 6 Stunden. Mein Körper fühlt sich jetzt hier wie neu an. Davor war es nämlich nicht so. Und jetzt bin ich wieder bereit. Schaut unten in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zum Jim Key. Link dazu. Ihr könnt von der Expertise von vielen Athleten profitieren und euer ganz persönliches Trainingsprogramm gewidmet gestalten, nachtrainieren. Einfach eine geile Sache. Ich bin mega gespannt und ich freue mich, dass wir zusammen trainieren. Wir haben im letzten Vlog ja verkündet, dass wir mit einer Person aus der Community Eisbaden gehen werden, danach trainieren gehen werden. Schreibt in die Kommentare unter dem letzten Vlog, warum ausgerechnet ihr diese Person sein sollt. Und vielleicht sehen wir uns dann im Eisbad. Jetzt geht's ins Gym. Jetzt geht's ins Gym. Das Training geht jetzt los. Ist dir noch kalt? Noch ein bisschen, ja. Meine Zehen sind immer noch etwas angefroren. Könntest du dir vorstellen, das jetzt jeden Tag zu machen? Ist eine Gewohnheitssache, wie alles. Ich glaube, dass sogar in einem stehenden Gewässer, jetzt nicht in so einen Fluss, wenn du reingehst, weil das ist ja nochmal deutlich kälter von Empfinden. Ja. Ich glaube einfach, dass wenn du jetzt jeden Tag in so einem Eistab sitzen würdest, das wäre überhaupt gar kein Problem für dich, eine gefüllte Badewanne mit Eiswasser, weil ich glaube, dass fließendes kaltes Wasser aus dem Duschhahn deutlich unangenehmer im ersten Moment ist, als wenn du selbstständig in ein stehendes Gewässer reingehst. Das kann gut sein, ja. Also ich meine, ich mache das an der Dusche, mache ich das auch nicht ad hoc, sondern ich gehe Extremität für Extremität durch. So, ich taste mich so langsam nach oben, aber dann ist das schon. Also, und ich brauche das definitiv nach dem Heißduschen. Sonst fehlt mir was, wenn ich das nicht kalt mache. Aber ein cooles Gefühl hinterher, wenn man so eiskalt geduscht hat und dann so die Durchblutung kommt, das ist richtig cool. Ja. Wir werden heute ein Steinzeit-Workout machen, das heißt Push, Pull, Gewichte von A nach B und. Meine Mama trainiert immer Ganzkörpertraining, also trainiert nicht irgendwie einen Bodybuilding-Split oder sowas. Aber wie sieht sonst dein Training aus? Ich fange an zu laufen auf dem Crosstrainer, 20 Minuten. Und dann mache ich Arme, Beine immer im Wechsel, sodass halt der ganze Körper durchtrainiert wird. Genau. Sehr gut. Und das seit immer. 70 Jahre Rolling. Das ist krass. Wie ja. Immer kommen auch ein paar Fragen aus das der Community. Sehr gut, Mann. Stell mal eine Frage. Yes. Jan Schmidt schreibt: Hallo Stefan, du wirkst immer energiegeladen und mental stabil. Gab es auch Phasen mit mentalen Tiefpunkten oder Rückschlägen? Was sind deine Techniken zur Bewältigung von solchen? Das Thema beschäftigt mich aktuell sehr und auch meine Leistungsfähigkeit leidet darunter. Geile Frage, geht bestimmt vielen Menschen so. Bei mir läuft natürlich auch nicht immer alles nach Plan, aber ich sehe, egal was passiert, egal ob es gesundheitlich ist, ob irgendwelche Sachen nicht funktionieren, ob Projekte nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle, es ist alles am Ende eine Herausforderung. Und wenn du dieses Mindset verinnerlichst, dann wirst du an allem am Ende eine Herausforderung sehen und wirst Gefallen daran finden, sie zu bewältigen. Das wird helfen. Kennst du schon die Steinzeitübung von Stefan? Hast du die schon ausgeführt? Ausgeführt noch nicht, aber gesehen im Video. Wie schlägt sich deine Mama? Immer gut. Meine Mutter ist ihr ganzes Leben lang sportlich gewesen und das merkt man halt direkt, wenn jemand sein ganzes Leben auf seinen Körper geachtet hat, Sport getrieben hat, sich damit beschäftigt hat, dann sind natürliche Bewegungen wie sowas überhaupt gar kein Problem. Was hast du früher gespielt? Tennis hast du gespielt, Badminton hast du gespielt? Warte, du stehst parallel
Du stehst parallel, ich mache mal lange Züge, also du arbeitest mal lateral. Wir arbeiten jetzt, das ist eigentlich eine Oberkörperübung mit Aufbauen der Base in dem Moment. Dafür nutze ich die ganz gerne. Wenn du das dann auf Competition-Ebene, Hyrox oder so machst, gibt es natürlich andere Techniken, dass du effizienter bist und mehr aus den Armen arbeitest. Aber wir machen das jetzt gerade als eine Ganzkörperübung mit Fokus auf den Oberkörper und die Arme. Genau, greif richtig lang, greif richtig lang, greif richtig nach vorne. Bam, zack, ziehst du. Stell dir vor, du willst ein Schiff in den Hafen ziehen. Stefan? Ja, bitte? Können wir kurz auf deine neue Hose eingehen? Die habe ich zugeschickt bekommen. Die habe ich nicht selbst entworfen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Einhorn oder es ist ein Pudel mit einem Horn. Einhornpudel? Ja, ein Einhornpudel. Habe ich geschickt bekommen, vielen lieben Dank für das Paket. Ich habe sie direkt angezogen. Perfekt. Jetzt kannst bisschen du knapp, muss ich sagen. Ja, aber passt. Aber so ist es halt. Was sind deine drei Tipps für Menschen, die im Alter noch gesund und fit bleiben wollen? Hast du da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst? Also für mich ist das erste Bewegung, und zwar ein Leben lang. Nie aufgeben, nie aufhören. Ernährung ist ganz wichtig. Nicht jeden Schrott in sich hineinfuttern, sondern einfach darauf achten, dass man gesund lebt, dass man seinen Körper basisch hält. Viel grünes Essen, viel Gemüse, viel Obst, wenig Fastfood. Das war so immer meine Devise. Und ja, das Dritte ist für mich auch das Mentale. Also mental immer positiv sein, sagt man immer so leicht, weiß ich. Es gibt auch viele Situationen, wo man vielleicht meint, man kann das nicht. Aber trotzdem, jedes Tief birgt auch eine Chance für was Neues. Und das ist so meine Devise. Und deswegen bin ich auch recht gut durchs Leben gekommen bis jetzt. Stark. Schön aus den Beinen heben. Ja, spannen. Wow. Deine Mama schlägt sich richtig gut. Ja, meine Mama ist richtig fit. Das ist crazy. Das ist echt krass. Auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen an meine Mama habt bezüglich Lifestyle, Training, Ernährung, wie sie so fit geblieben ist, schreibt es unten in die Kommentare. Die besten Fragen werden wir wieder aufgreifen und beantworten. Wenn es nur noch eine Sportart bzw. eine Übung geben würde, die du ausführen darfst, welche wäre das? Auf jeden Fall was für Bizeps und Trizeps zuständig ist. Immer schön starke Arme, ja? Ja, weil eine Freundin von mir hat mal gesagt, im Alter sind Chicken Wings nicht besonders cool und deswegen, das habe ich mir zu Herzen genommen. Deswegen lasse ich die nicht aus. Okay. Okay. Oh ne, das ist jetzt total der Witz. Das ist immer noch der Witz. Okay, dann müssen wir den ganzen Schlitten drauf machen. Die Gewichte sind der Witz. Ja. Ja, lass mal jetzt Messer. Markus Rühl wäre stolz auf dich. Warum? Ausführung der Bizepsübung. Aber ich glaube, er wäre nicht mehr so stolz, wenn wir für ihn kochen. Lehn dich ein bisschen drüber. Geh ein bisschen drüber. Du kannst auch einen Ausfallschritt machen. Dann hast du eine bessere Base. Ja, genau. Und dann kannst du dich richtig reindrücken. Genau. Ja. Bei der Hälfte wieder hoch kannst du das Bein wechseln. Freddie Mercury wäre stolz auf diesen Schnauzer, den er hier kreiert hat. Wie fühlst du dich damit? Es ist schon, also wenn ich mich sehe, ist es wie eine andere Person einfach. Und wie gesagt, ich bin eher so ein bisschen naturbelassener Typ. Mhm. Würde mir nicht die Haare färben, aber es ist schon lustig jetzt irgendwie. Vor allem mit dem Schnauzer. So, Training ist geschafft. Meine Mama hat richtig abgeliefert. Das heißt, wir haben uns jetzt unsere erste Nährstoffversorgung verdient. Wir gehen jetzt nach Hause, pressen einen frischen Saft auf jeden Fall und dann machen wir uns bereit für die Party. Und meine Mama wird natürlich noch erzählen, was sie gerne isst
wie sie sich ernährt und noch ein paar Details dazu. Spürst du irgendwas vom Eisbad oder bist du jetzt komplett aufgewärmt? Komplett noch nicht. So ganz innerlich merke ich noch so ein leichtes Zittern immer wieder. Aber ansonsten ist alles gut und das Training hat geholfen. Warm zu werden. Und wie warst du dich zu trainieren danach? Hat sich gut angefühlt, oder? Von den Gelenken und allem. Definitiv, ja, von den Gelenken, also definitiv, ja. Ja, man fühlt sich nicht so rostig an, man ist direkt durchblutet, ja, alles fühlt sich gut an. Ja, die Hormone, die ausgeschüttet werden durchs Eisbad, ist einfach geil, probiert's aus. Vor dem Hypertrophietraining oder Kraftausdauertraining, je nachdem, was ihr macht, Eisbaden gehen, wird eure Performance nochmal aufs nächste Level heben. Let's go. Nach dem Training muss natürlich eine Nährstoffversorgung gewährleistet werden. Wir trinken frischen Saft, essen was, ein Post-Workout-Meal. Was isst du normalerweise immer? Du frühstückst, glaube ich, gell? Aber du machst auch ein Fastenintervall. Ich frühstücke eigentlich nach dem Training. Genau, genau. Also erst Bewegung, ja. Essen verdienen und dann wird sozusagen der Glykogenspeicher aufgefüllt. So muss es sein. Perfekt. Dann ist man nicht träge vom Essen. Perfekt. Meine Mutter hat mir alles perfekt beigebracht. Einfach geil. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ganz genau, woher du die ganzen Sachen hast. Definitiv, 100%. Sie hat mich maßgeblich geprägt und hat mir natürlich das mit auf den Weg gegeben. Später habe ich noch ein paar Sachen für mich erarbeitet, aber es ist natürlich eine solide Basis, die ich mitbekommen habe von meinem Elternhaus. Also inzwischen ist es auch so, dass ich von Stefan lerne, weil er weiß viel, er kann viel und das ist für mich auch immer sehr motivierend. Cool. Sehr schön. Heute Apfel, Kurkuma und wir haben noch ein paar Selleriereste hier. Dann pressen wir heute, genau, Granatapfel machen wir auch noch. Dann gibt es was Festes zu futtern. Ich dachte schon, der Entsafter ist eingeschnappt wegen dem anderen Presser. Nein, auf gar keinen Fall, Mann. Der nimmt es nicht. Das kann ihm gar nicht das Wasser reichen. Das ist eine Granatapfelpresse. Das ist total spezifisch und damit, das ist ein richtiger Allrounder. Mit langsam drehender Schnecke, Staudensellerie-Fach, da ist alles dabei, was das Entsafterherz begehrt und was einfach das beste Saftergebnis aus euren hochwertigen Zutaten gewährleistet. Ich nutze den Revo 830, ist mein absoluter Favorit. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Orderlink. Das stimmt. So, cheers. Mhm. Legendär, sehr geil. Der Beste nach dem Training. Stefan, mal eine kurze Frage. Ja, bitte. Heute Abend ist ja die Feier. Ja. Was wird es da zu trinken geben? Tja, da gibt es natürlich auch frisch gepressten Saft, denn wir haben extra einen Entsafterstand in dem Club, in dem Etablissement, wo wir sind. Und dort wird es frisch gepresste Säfte mit den Zutaten vom Lindenhof geben. Also nur das Beste. Auch dort ist für die Nährstoffversorgung gesorgt. Beste Voraussetzung für eine geile Party. Okay. Gibt's auch nicht alle Tage frisch gepressten Saft. Sieht's aus, absolut. Und für diejenigen, die Alkohol trinken, können das Ganze dann mit Schuss machen. So, wenn du ein Supplement benutzen könntest, nur ein einziges, welches würdest du wählen? Kreatin. Kreatin. Meine Mama nimmt auch Kreatin, 3 Gramm am Tag. Hilft ihr bei ihren regenerativen Prozessen, hat einen positiven Effekt auf ihre ATP-Synthese, hat nicht nur für die physische Performance einen Vorteil, sondern auch für die geistige Performance, denn 5-10% unserer Kreatinspeicher sitzen im Gehirn und Hoden, bei meiner Mutter nur im Gehirn. Und genau, absoluter Mehrwert für jeden. Cheers. Das war ein kurzer Einblick, wie meine Mama trainiert. Wir werden noch mehr Content mit meiner Mama machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir werden die Fragen aufgreifen, die besten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog.